Hallo, liebe Individualisten, Chaoten und unverbesserlichen Freunde der Freiheit. Max Remke hier von Der andere Rebell. Und heute möchte ich mich mit Klimaangst beschäftigen. Jawohl, Klimaangst, Klimapanik, Klimahysterie. Ein Phänomen, was inzwischen regelrecht im Land umgeht. Tausende, ja Millionen junger Menschen, die kaum noch schlafen können, die nicht wissen, wohin sie in der Zukunft gehen sollen, ob es eine Zukunft gibt für sie, aufgrund des Klimawandels. Und diesen Leuten möchte ich in diesem Video sagen, ihr braucht keine Angst haben. Ich habe keine Angst und ich werde euch erklären, warum ich keine Angst habe und eure Angst auch irrational ist. Und zwar werde ich das wie folgt tun. Ich werde im Folgenden 6 Gründe vorstellen, warum ich der Meinung bin, dass der Klimawandel kein Grund ist, dass wir uns Sorgen machen, dass wir panisch sind, dass wir ängstlich werden. Und ich werde das tun, indem ich typische Folgewirkungen des Klimawandels betrachte, die ja zusammengenommen sozusagen dieses apokalyptische Untergangsszenario bilden. Und indem ich aufzeige, dass selbst mit heutiger Technologie wir diesem Problem durchaus begegnen können. Steigender Meeresspiegel. Was ihr hier auf dem Bildschirm seht, habt ihr sicher schon unzählige Male gesehen, nämlich Karten oder Übersichten, wo es darum geht, wie die ganze Welt oder Teile der Welt förmlich in Wassermassen ersticken, weil der Meeresspiegel steigt, die Polkappen schmelzen. Und tatsächlich ist es so, es gibt einen Klimawandel, ist auch menschgemacht, und tatsächlich haben wir auch insgesamt steigende Wasserstände. Die Frage ist nur, werden wir deshalb alle ertrinken und ganz viel Land verlieren? Und die Antwort ist, nein, natürlich nicht. Das sehen wir schon, wenn wir uns diese Karte von der Logik angucken. Wir sehen hier als versunkene Gebiete unter anderem die Niederlande. Und das stimmt, die Niederlande werden, und das ist völlig richtig, 2100 ganz klar unterhalb der Meeresoberfläche liegen. In weiten Teilen der Landfläche. Aber, und das ist die Überraschung, das tun sie heute schon. Und ich möchte euch jetzt ein technisches Wunderwerk vorstellen, mit dem wir dem steigenden Meeresspiegel begegnen. Ich möchte euch zuerst das hochkomplexe Prinzip erklären. Das ist ein Wasserglas. Drinnen steht Wasser. Draußen ist eine Hülle. Das Wasser kommt nicht raus. Drinnen nass, draußen trocken. Und genau das Gleiche gilt auch für den Klimawandel. Denn warum sind die Niederlande heute nicht ersoffen, obwohl sie unter dem Meeresspiegel liegen? Richtig, sie bauen Dämme. Und nicht nur die Niederlande bauen Dämme, auch an der norddeutschen Küste gibt es Dämme und Deiche, die das Wasser zurückhalten. Wenn der Meeresspiegel also 2 Meter steigt, bis 2100 zum Beispiel, oder vielleicht sogar 2,5 Meter, dann ist alles, was die Menschheit tun muss, damit sie nicht zu Hunderttausenden oder Millionen in den Wassermassen versinkt, innerhalb von 70 bis 80 Jahren die Dämme 1 bis 2 Meter Höhe zu schütten. Und ein Deich ist kein technisches Wunderwerk. Schon im Mittelalter waren die Menschen in der Lage, Deiche zu bauen und Dämme zu bauen. Das heißt also, diese Sorge, dass die Welt absäuft, ist halt völlig unrealistisch. Nun werdet ihr vielleicht sagen, ja, aber wenn das so einfach ist, naja, dann würden wir doch gar nicht in unseren seriösen Medien darüber so viel Panik hören. Also, das kann doch nicht so einfach sein. Und deshalb möchte ich euch etwas anderes zeigen. Hier ein anderer Artikel von der BBC. Einige ältere von euch erinnern sich vielleicht noch an die damalige Klimaberichterstattung aus den frühen 2000ern. Und zwar ging es darum, dass die Inseln im Pazifik, also in der Weite des Pazifischen Ozean gibt es eine Menge kleine Inselstaaten, dass diese versinken würden wegen dem Klimawandel, wegen dem steigenden Meeresspiegel. Und das Unglaubliche ist, was jetzt 2010 hier erstmals berichtet wurde und was sich seitdem immer wieder bestätigt hat, diese Inseln versinken ja gar nicht. Und wenn man dem Artikel folgt, wird man auch sehen, dass sogar sie im Schnitt größer werden. Und wie kommt dieses Wunder, dass diese Inseln nicht versinken? Und die Antwort ist ganz, ganz einfach. Auch diese Inseln bauen Deiche und Dämme und schütten Land auf. Welch ein Wunder. Und genau das steht hier auch. Unter anderem gab es mehr Korallen, die sich angereichert haben, sozusagen, und dadurch Wasser auf die Insel gebracht haben. Zudem sozusagen haben sich Sedimente abgelagert und Land Reclamation, also Landgewinnung, schlicht und ergreifend, das ist halt Dämme und Deiche bauen. Also wenn ihr tatsächlich glaubt, das mit den steigenden Wassermassen ist nicht so leicht, doch ist es.
Also hört auf, zumindest deshalb sinnlose Panik zu haben. Die Erde ist zu heiß zum Leben. Ich hatte schon gesagt, es gibt einen Klimawandel und durch den Klimawandel steigen tatsächlich auch die Temperaturen auf der Erde. Und teilweise steigen sie sogar recht deutlich in einigen Regionen. Das sehen wir auch hier auf der Karte. Hier sehen wir, wie sozusagen die Temperaturentwicklung prognostiziert ist. Es gibt immer sehr verschiedene Prognosen. Logisch, wir kennen die Zukunft nicht, Klima ist sehr komplex. Das heißt, wir wissen nicht, wie stark es am Ende genau ausfällt. Aber wir können uns relativ sicher sein, die Erde wird wärmer. Und deshalb wird jetzt gesagt, oh Gott, das ist ja ein Untergang, da werden wir ja alle dann in dieser Hitze nicht leben können. Und auch das ist vielleicht ein bisschen kurz gegriffen. Stimmt, wir hier in Deutschland oder in Italien, wir sind jetzt nicht an sehr, sehr heiße Temperaturen gewöhnt. Aber auch hier gibt es technische Möglichkeiten, die wir schon heute haben, um mit starker Hitze umzugehen. Nehmen wir zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate oder andere von den Golfstaaten. Das sind Staaten direkt an der Wüste, in Umgebungen, die extrem heiß sind. Und auch da überleben die Menschen. Wie vollbringen die Menschen heutzutage dieses Wunder, in schönen, gut klimatisierten Städten zu leben wie in Abu Dhabi? Ich habe es eigentlich schon vorweggenommen. Gut klimatisiert, weil Klimaanlagen. Natürlich können wir Siedlungen auch zu großen Teilen vor der Hitze schützen und eine Klimaanlage anstellen. Das können wir auch heute schon in einem Auto. Und es geht auch in die andere Richtung. Wenn wir uns zum Beispiel einige sehr nördlich liegende Städte angucken, in denen es sehr, sehr kalt wird im Winter, zum Beispiel Helsinki, dann sehen wir, dass in vielen dieser Städten sehr, sehr viel untertunnelt ist. Oder im Falle einiger US-Städte quasi, dass Brücken zwischen den Gebäuden gebaut sind, sodass man nicht in die Kälte raus muss. Und genau das Gleiche können wir tatsächlich auch für Hitze tun. Das heißt, dass sich halt die Menschen quasi ein wenig in den Untergrund oder halt in die Gebäude zurückziehen, wenn es sehr, sehr heiß ist. Und das tun die Menschen tatsächlich in sehr, sehr heißen Ländern heute schon. Das ist also erneut nichts, was jetzt direkt tödlich oder nicht bewältigbar wäre. Jetzt könnte man sagen, ah, das geht so schnell, ach, das ist so schlimm. Aber es geht eigentlich gar nicht so schnell. Diese Entwicklung, die wir hier zum Beispiel sehen, haben Szenarien bis 2050, bis dahin ist noch nicht so richtig viel passiert und 2090, da wird es dann sehr deutlich. Und die Menschheit ist durchaus in der Lage, dazu mal sie heute schon Millionen und Abermillionen von Klimaanlagen hat, innerhalb von 50 bis 70 Jahren mehr Klimaanlagen zu produzieren. Und dementsprechend natürlich auch ein paar Gänge unter der Erde oder neue Techniken, um Gebäude zu kühlen und so weiter. Also die Temperatur selber ist gar nicht so das Problem. Aber es gibt natürlich noch den Argument, ja, aber was ist denn dann mit dem Essen? Werden wir da nicht alle verhungern? Man kann ja, stimmt, in der Obakali zum Beispiel, in den Golfstaaten jetzt nicht direkt gut Agrarpflanzen anbauen. Und damit kommen wir zum dritten großen Irrtum. Nahrungsmittelknappheit. Ja, es stimmt. Wenn die Temperaturen stark steigen, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir bestimmte Nutzpflanzen und bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr anbauen können. Und sehr, sehr viele Sachen, die wir zum Beispiel vielleicht heute auf deutschen Feldern haben, werden wir da in 60, 70 Jahren vielleicht nicht mehr so anbauen können. Das gleiche gilt für viele andere Teile der Welt. Heißt das jetzt aber automatisch, dass wir eine Hungerkatastrophe haben? Nein, das heißt es nicht. Denn es gibt eine ganze Reihe von technischen Möglichkeiten, wie wir solchen Problemen begegnen können. Wir haben zum Beispiel die Gentechnik. Es gibt schon jetzt eine große Menge an gentechnisch veränderten Anbaupflanzen, die viel, viel besser mit Trockenheit, mit Dürren, mit Extremwetterereignissen klarkommen, als noch vor 20, 30 Jahren. Damit lässt sich schon sehr, sehr viel ausgleichen. Dazu mal gentechnisch veränderte Pflanzen auch bessere Erträge bringen. Das heißt, mit gleicher Fläche kann man mehr Menschen ernähren. Anders ausgedrückt, selbst wenn wir nicht mal ganz so viel Agrarfläche auf der Erde hätten, könnten wir mit verbessertem Saatgut noch immer problemlos die Menschheit ernähren. Und das ist ja nicht alles. Wir haben natürlich noch die Meere als Agrarfläche, die die Menschheit aktuell kaum nutzt, einfach weil es sich nicht lohnt. Es ist halt viel unproblematischer, viel bequemer und auch geschmacklich viel gewohnter, dass wir halt das Land nutzen. Aber trotzdem gibt es eine ganze Reihe von essbaren Algen. Auch daraus könnten wir Nahrungsmittel machen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das ist gar nicht so etabliert, das haben wir vielleicht im Sushi, aber sonst gar nicht so viel. Stimmt auch. Aber erneut der Hinweis, wir reden hier von Szenarien, wo wir das in den nächsten 30, 40, 50, 60, 70 Jahren machen. Und das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Denk mal, vor 70 Jahren, 1950,
wie ärmlich es damals war und was die Menschheit damals gemacht hat. Da war Landarbeit noch in weiten Teilen tatsächlich mit dem einen einzigen kleinen Dieseltraktor mit 20 PS und ansonsten mit Pferdekarren. Und wie ist Landwirtschaft heute? Und wie wird sie erst in 50 Jahren sein? Und dazu gibt es natürlich noch andere Aspekte. Es gibt Vertical Farming, das heißt, dass man sozusagen im urbanen Raum Nahrungsmittel direkt in modernen Zuchtkulturen baut. Das sind dann so mehrere gestapelte Ebenen, zum Beispiel mit Tröpfchenbewässerung, die auch recht wassersparend sind, wo dann Pflanzen gezielt hergestellt werden können und das ohne, dass wir überhaupt riesige Landflächen draußen brauchen. Und diese, sagen wir mal, Agrarfarmen, diese Vertikalen kann man natürlich auch wieder klimatisiert bauen, was für uns auch heute schon nicht das technische Problem ist. Wie gesagt, da wir sonst so extrem viele Nahrungsmittel haben und das so unproblematisch ist, heute die Kartoffeln vom Feld zu holen, machen wir das nicht so stark. Logisch, es lohnt sich halt nicht. Und die Technologie ist dadurch halt nicht so etabliert. Aber es gibt sie. Und es gibt keinen Grund, warum es in 50 Jahren davon nicht mehr geben sollte. Daher auch hier, ja, was an Nahrungsmitteln kommt, was vielleicht auch auf den Tisch kommt, das wird sich verändern. Werden wir alle verhungern? Nein, es gibt kein einziges Anzeichen dafür. Nicht das geringste. Extreme Wetterereignisse. Wir alle hören das, die sich steigernde angebliche Frequenz von Hurricanes und die unglaubliche Gefahr und wenn dann irgendwas beim Golfsturm kippt und huiuiui, dann werden wir ja vielleicht ganz, ganz viele schlimme Unwetter haben, die uns heimsuchen. Ich bin kein Klimaexperte. Bislang ist es noch nicht so deutlich, dass wir so krass viel mehr Unwetter haben. Aber meinetwegen nehmen wir das an. Doch selbst wenn wir viel mehr Unwetter haben als früher und extreme Wetterereignisse, Hitzewellen, Kältewellen und so weiter, ist das automatisch ein Problem. Ich habe hier zum Beispiel nur aufgemacht die Liste von Wetterereignissen in Europa. Und wenn wir da mal in die Vergangenheit gucken, sehen wir, wie verheerend zum Beispiel vor langer Zeit Sturmfluten waren. Hier zum Beispiel erste Marcellusflut 1219, 36.000 Tote an der Nordseeküste. Es war eine riesige Sturmflut, die sozusagen unglaublich tief sich ins Land gefressen hat an der Küste. Und die 36.000 Menschen mögen uns nach heutigen Maßstäben gar nicht so absurd viel vorkommen. Das sind sie aber, wenn wir müssen bedenken, dass damals in Europa viel, 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 viel weniger Menschen lebten als heute. Wenn man das ins Verhältnis setzt, wären das heute hunderttausende Menschen, die damals gestorben sind bei einer einzigen Sturmflut. Wenn wir uns die schlimmste Sturmflut angucken, die wir hatten sozusagen im 20. Jahrhundert, dann war es zum Beispiel die große Flut in Hamburg und wir sind da nicht mal bei hunderten Toten. Das heißt, und dieser Trend, der zeigt sich überall auf der Welt bei Extremwetterereignissen. Der zeigt sich bei Erdbeben, der zeigt sich bei Hurricanes, bei Tornados, bei Sturmfluten aller Art, bei Tsunamis. Wir haben nach wie vor starke Extremwetterereignisse, gemessen an der Bevölkerung, die wir auf der Erde haben. Gerade in den entwickelten, hochindustrialisierten Ländern geht der Anteil an Toten aber immer weiter zurück durch diese Ereignisse. Wie kommt das? Zum einen, wir haben bessere Rettungsmöglichkeiten. Zum zweiten, wie gesagt, wir haben inzwischen ein viel besseres System an Deichen und Dämmen und Schutzanlagen und so weiter. Wir haben eine viel bessere Früherkennung. Wir haben gut organisierte staatliche Katastrophenorganisationen, die frühzeitig die Menschen systematisch evakuieren. Das heißt nicht, dass das Ganze nicht schrecklich ist. Das heißt nicht, dass nicht auch immer mal wieder Menschen sozusagen diesen Katastrophen umkommen werden, die nach Schwere vielleicht sogar sehr, sehr viele. Und das heißt natürlich erst recht nicht, dass nicht ein unglaublicher Sachschaden entsteht. Aber von menschheitsbedrohenden Untergangsszenarien sind wir hier irre weit weg. Das mag ökonomische Existenzen von einigen Menschen zerstören. Aber es ist nichts, was in irgendeiner Form wirklich im größeren Stil jetzt Zivilisation bedrohen würde. Und es ist auch nichts Neues, was jetzt mit dem Klimawandel gekommen ist. Im Gegenteil, durch unsere hohe Industrialisierung sind über die letzten 100 Jahre, 120 Jahre ganz, 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 ganz klar die Toten durch diese großen Naturkatastrophen immer weniger geworden im Verhältnis. Und das trotz krass steigender Weltbevölkerung. Einfach, weil wir so viel besser damit umgehen können. Massenmigration und Klimaflucht. Gerade ein sicher besonders schönes Thema für die Rechten und Identitären in der deutschen Bevölkerung, um auch ihnen Angst zu machen. Massenhaft Migranten, 200 Millionen, 300 Millionen, man weiß es nicht, riesige Drecks, die sich auf den Weg machen aus den klimaverödeten Ländern und Europa überfluten, unseren Wohlstand uns kosten, unsere Kultur zerstören und der ganze andere Kram. Der Gedanke, dass wir riesige, unfassbare Migrationswellen haben, durch den Klimawandel geistert schon sehr lange rum. Und erneut
wenn ihr das mich sozusagen da nicht seriös haltet, hier ein Bericht zu dem aktuellen Stand von 2019 auf der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Bundeszentrale für politische Bildung sagt, dass es, wenn es um Klimamigration geht, zwei Lager gibt. Die sogenannten Alarmisten, das sind Naturwissenschaftler, die haben sozusagen einfach nur hochgerechnet, Temperatur, Klima und so weiter verändert sich, unfassbare Mengen Menschen an Menschen fliehen. Und es gibt eine zweite Fraktion, die mehr oder weniger zu Skeptikern bezeichnet werden, und das sind tatsächlich Migrations-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Das heißt, die Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, wie sich Menschen verhalten. Wogegen sich Naturwissenschaftler halt naturwissenschaftliche Modelle angucken, logisch. Ist also gar nicht ihr Kompetenzbereich. Wenig überraschend ist jetzt Folgendes. Die Skeptiker der Massenmigration hatten in den letzten Jahren konsequent recht. Und sehr, sehr viele Behauptungen der Alarmisten der Naturwissenschaftler, die sich eben überhaupt nicht mit menschlicher Migration dezidiert beschäftigen, waren wenig überraschend falsch. Das sagt auch die Bundeszentrale für politische Bildung. Er veröffentlichte in den 1990er Jahren, also einer der führenden Alarmisten, eine Prognose, wonach es bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts 200 Millionen Klimaflüchtige geben werde. Diese Prognose gilt zwar schon längst nicht mehr als haltbar und methodisch sehr fragwürdig. Allerdings erwies sie sich als sehr langlebig und taucht noch heute in den Medienberichten und Stellungnahmen von Politikern auf. Das heißt, das ist einfach Fake News. 200 Millionen Menschen ist einfach Fake News. Nach allen Zahlen, nach allen Prognosen wird das nicht passieren. Es gibt diese Massenmigration nicht. Und hätten wir von Anfang an auf die Migrationsforscher gehört und die Sozialforscher und die Wirtschaftswissenschaftler, deren Forschungsbereich das ist, und nicht auf Leute, deren Forschungsbereich es ist, sich primär mit CO2-Konzentration zum Beispiel in der Atmosphäre oder Ähnlichem zu beschäftigen, dann hätten wir uns das auch vorher schon denken können. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber es gibt doch diese schlimmen Auswirkungen. Wie kommt denn das, dass die nicht so einfach alle migrieren? Der Punkt ist, Menschen migrieren nicht so schnell und Menschen migrieren aus sehr verschiedenen Gründen. Das ist meist eine Abwägung. Menschen migrieren nicht nur wegen der Umwelt oder weil die Agrarbedingungen schlechter werden. Menschen passen sich ja auch an. Es ist ja nicht so, dass ich ein Kartoffelbauer bin und dann wird das Wetter schlecht für Kartoffeln und dann verhungere ich einfach, sondern baue ich etwas anderes an als Kartoffeln. Das tun diese Menschen halt auch. Hinzu kommt gerade Kleinbauern, die nicht so wirtschaftlich erfolgreich sind, einfach weil wir in einer globalisierten Welt leben und industrialisierte Landwirtschaft viel effektiver und effizienter ist und viel mehr billige Nahrungsmittel für die Menschen bereitstellen kann, die werden nochmal etwas stärker migrieren in die Städte. Aber Überraschung, auch das ist überhaupt nichts Neues. Der Trend, dass wir eine Migration vom Land in die Städte haben, ist ein globaler Trend seit über einem Jahrhundert. In Europa hatten wir riesige Landfluchtbewegungen schon vor über 120 Jahren, wo sozusagen die Städte angeschwollen sind. Und ja, das passiert da auch. In auch vielen Ländern der Schwellenländer und der Entwicklungsländer. Wir haben also einfach eine nachholende Entwicklung zur Verstädterung in diesen Ländern und die wird durch den Klimawandel beschleunigt. Die ist aber als solches gar kein Problem. Sie ist, wie gesagt, etwas, was wir seit Ewigkeiten kennen, seit Ewigkeiten von den Auswirkungen studiert haben. Und sie ist nichts anderes als das, was schon seit Jahrzehnten passiert. Also, diese riesige Menge an Klimaflüchtlingen wird es tatsächlich so, das ist tatsächlich auch der Stand der Forschung, vor allen Dingen international nicht geben. Was es geben wird, sind viele Leute, die aus dem Land in die Stadt ziehen, aus einer Region, vielleicht in eine andere, wo die besseren Jobs sind. Und das Ganze wird vom Klimawandel unterstützt. Aber eine Klimaapokalypse mit riesigen Fluchttracks, das ist falsch. Einfach falsch. Klimawandel verhindern um jeden Preis. Aus den genannten, im Normal für irrtümlichen Ansichten folgt, dass wir den Klimawandel um jeden Preis verhindern sollen. Das ist etwas, was hören wir in den Medien, das ist diese Dramatik, dieser dringliche Appell, jetzt umzukehren, jetzt, und das hören wir gerade gerne von den ganz Radikalen von Extinction Rebellion oder so, jetzt aus der kapitalistischen Industriegesellschaft auszusteigen, um die Menschheit zu retten und uns eine bessere Zukunft zu erhalten. Zu diesem Gedanken habe ich euch eine Grafik mitgebracht. Er beschäftigt sich mit dem Anteil der absolut Armen an der Welt. Absolute Armut ist nicht das, was wir in Deutschland zum Teil als Armut definieren. Wir in Deutschland haben nur relative Armut. Das heißt, du hast einfach nicht so viel wie die anderen. Absolute Armut meint, du hast so wenig, dass du vom Tod bedroht bist. Du kannst ja quasi kein Essen leisten, du kannst ja keine Unterkunft leisten. Du hast so unglaublich wenig, dass dein ganzes Leben ein einziger Überlebenskampf ist. Also ein wirklich schrecklicher Zustand. Und wir sehen hier, und es gibt
tausende weitere Grafiken, Statistiken. Ihr könnt euch mal sozusagen die Armutsentwicklung auf der Welt angucken, auch die Kindersterblichkeit, zum Beispiel die Lebenserwartung. Und wir sehen, dass die Welt in den letzten 30, 40 Jahren der krassen Industrialisierung, des krassen CO2-Ausstoßes eine unfassbar viel bessere Welt für die Menschen geworden ist. Wir können uns bewusst machen, gerade in Asien, wo unter anderem China aufgestiegen sind, Südkorea sozusagen sich rasch industrialisiert hat, wo jetzt auch viele andere Länder aufholen, Taiwan hat sich industrialisiert, ist die Armut, also die absolute Armut, quasi völlig in den Keller gegangen. Das heißt, vorher haben dort Milliarden Menschen kaum überleben können. Heute haben sie zumindest dieses Problem nicht mehr. Und auch bei der Lebenserwartung, egal wo wir hingucken, die ist gestiegen, trotz HIV-Pandemie. Bei der Kindersterblichkeit, die ist gesunken. Das heißt, die Industrialisierung, die unglaubliche Produktionsmenge, die die Menschheit herstellt, an allen möglichen Gütern, hat die Welt für Milliarden Menschen in den letzten 30, 40 Jahren zu einem viel besseren Ort gemacht. Einem Ort ohne Hunger. Ein Ort, wo man im Winter nicht zwingt, wo man keine Angst haben muss, vielleicht im Winter zu erfrieren. Ein Ort, wo man im Sommer keine Angst haben muss, zu verdursten. Ein Ort, wo man mit über anderen Menschen auf der Welt kommunizieren kann, wo man nicht abgeschnitten ist. Und das ist halt nur möglich, wenn wir entsprechend viel produzieren. Ich sitze hier und für aus der Sicht vieler Klimaaktivisten ist es, glaube ich, zu leicht oder vielleicht darüber nachzudenken, nein, eigentlich zu schwer, darüber nachzudenken, wie privilegiert wir hier in dem Sinne sind, dass wir einen unglaublich hohen Lebensstandard haben. Ich kann mir nette Bilder an der Wand leisten, eine Gitarre. Ich kann mir dieses Kamera-Equipment leisten, was technisch ein unglaubliches Wunderwerk ist, an dem PC, was ein unglaubliches Wunderwerk ist. Während andere Menschen auf der Welt darum kämpfen, genug Getreide zu kriegen, um daraus Getreide breit zu machen, um davon zu leben. Und gerade diese Menschen profitieren unglaublich von der Industrialisierung. Und gerade diese Menschen erleben gerade, wie es ihren Kindern, ihren Enkeln um Welten besser geht durch diese Industrialisierung. Industrialisierung heißt halt auch CO2-Ausstoß. Es gibt eine Menge Industriearten, da kann man nicht einfach so auf CO2-Ausstoß verzichten. Und je mehr wir sozusagen natürlich Industrie mit Steuern belegen, mit Abgaben belegen, einschränken, um das Klima zu schützen, desto mehr leiden auch diese Menschen. Jetzt werdet ihr sagen, ja gut, aber wir in Europa, wir sind ja so industrialisiert. Dann können die sich ja industrialisieren und wir können es hier runtersenken. Aber stimmt so auch nicht. Denn wir leben in einer vernetzten Weltwirtschaft. Das heißt, wenn Deutschland jetzt aufhört, Traktoren zu bauen, ist das nicht nur doof für deutsche Bauern, das ist tatsächlich auch sehr, sehr doof für afrikanische Bauern und könnte da langfristig eher wieder zu Hunger beitragen. Traktoren sind natürlich ein Beispiel, das könnte man ersetzen, aber wenn die entwickelten Länder aufhören würden, weiter industriell sozusagen stark zu sein und das weiter zu fördern und zu unterstützen, würde das natürlich auch den Kampf gegen die Armut auf der ganzen Welt massiv verzögern. Und wir sehen hier auch auf dieser Grafik, es gibt noch Menschen in absoluter Armut. Klar, der Anteil ist wieder weiter gefallen, aber es gibt sie noch. Und wir können sie aus der Armut befreien. Und deshalb sollten wir einmal über unsere Prioritäten nachdenken und uns etwas lösen von diesem apokalyptischen Denken. Was bleibt also? Die Klimaapokalypse ist abgesagt. Sie wird nicht kommen. Sie kommt jetzt nicht, sie ist nie gekommen. Sie wird ständig propagiert, aber sie existiert nicht. Was es gibt, sind tatsächlich Probleme durch den Klimawandel. Anpassungsleistungen, die verbracht werden müssen. Wir müssen Deiche bauen, wir müssen sozusagen mit den stärkeren Temperaturen klarkommen, Saatgut anpassen, vielleicht mehr in vertical farming gehen, unsere Städte umbauen und erweitern, um damit sie besser mit den höheren Temperaturen klarkommen. All das, aber dafür haben wir 50, 60, 70 Jahre Zeit. Was wir aber jetzt schon machen können und direkt ändern können, um das Leben der Menschen in diesem Land besser zu machen und das Leben der Menschen auf der Welt besser zu machen, sind zwei Dinge. Die erste Sache ist, und da wende ich mich insbesondere an solche wie Extinction Rebellion oder den harten Flügel der Grünen und all jene, die von dieser Panik, dieser Apokalypsenstimmung leben. All jene, die verbal in den Medien ihre Schilder tragen, auf denen draufsteht, The End is near. Und auch natürlich an so Personen wie Greta, die sagen, ich möchte, dass ihr Panik habt. All diesen Leuten möchte ich sagen, hört auf mit der unseriösen Scheiße. Tatsächlich leiden Menschen psychisch extrem unter dieser Panik, weil sie falsch informiert sind,
weil sie nicht vollständige Formationen haben, weil der Klimawandel immer als so etwas Großes, ominöses Ganzes dargestellt wird und nicht als eine große Reihe von Einzelproblemen, bei denen man einzeln gucken kann, wie können wir das Problem lösen, was wäre da eine Lösung, was haben wir da schon für eine Lösung. Lasst es, hört auf damit. Der zweite Punkt ist, wir sollten in unserer Gesellschaft endlich immer abwägen. Und zwar abwägen zwischen negativen Auswirkungen des Klimawandels und positiven Auswirkungen von massiver Industrie, starker Industrialisierung und hohem CO2-Ausstoß. Und das sollten wir uns fragen. Wenn ihr euch diese Fragen tatsächlich ehrlich stellen wollt, dann abonnieren, Benachrichtigung an. Das war Max Remke von Der andere Rebell.